So, dann wollen wir doch mal schauen. Irgendwo hier, also wir sind ja jetzt in Giza in der Regenzeit. Da wo wir die Gilkröte besiegt haben. Und irgendwo hier in diesem Stückchen soll man wohl auch die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, diese komische Feder halt finden. Die wir brauchen, um mit den Kokatris sprechen zu können. Also um die verstehen zu können. Also suchen wir hier doch mal alles ab, ob wir die nicht finden. Die soll es wohl hier geben irgendwie. Das Gute ist, dass uns die Monster hier wenigstens jetzt nicht mehr wirklich gefährlich werden können. Das wäre... Okay, null Schaden, damit kann ich leben gerade so. Also können wir uns hier... Ja, 29 ist auch noch gerade so akzeptabel. Wir können uns also in Ruhe umschauen. Nein, das war's nicht. Nur ohne diese Feder kann ich die Maske nicht machen. Oh, hier steht nichts, ne? Nö, hier steht nichts. Da ist noch ein Töpfchen, da ist nichts. Nein, das ist es nicht. Also, ich habe extra nachgeguckt, ne? Gebe ich ja ehrlich zu. Ich habe extra nachgeguckt und es hieß, die Feder kriege ich hier. Jetzt habe ich so das Gefühl, ich kriege die doch nicht hier. Weil hier ist ja nichts. Wir haben die auch nicht. Nein, das war der falsche Knopf. Kann ja gern nochmal gucken. Müsste ja eigentlich unter Wichtiges sein. Hoffe ich doch, zumindest. Dass die, wenn dann unter Wichtiges landet. Hier ist keine Feder. Keine Feder. Ich will nochmal gucken, nicht, dass das ein Item war, das man verkaufen konnte, aber das sollte mich doch schwer wundern, ehrlich gesagt. Ich meine, was ist das? Aber da ist ja eigentlich immer nur eine Karte drin. Oh, Gott sei Dank, die Liebesfeder. Doch gefunden. Ja, dann können wir jetzt die Kokatrice alle... Einkarren, die wir schon so gefunden haben. Yay! So, schauen wir mal. Können wir jetzt mit dem reden? Glitzerli, Glitzerla, was würden Sie sich daheim freuen? Zaubert ich solch feine Steine unter meinen Flügeln hervor. Huch? Daheim? Wo ist daheim? Woher bin ich gekommen und wohin soll ich nun gehen? Mion? Was hat ihn wohl bewogen, unseren Wald zu besuchen? Mir scheint, dass es ihm die Tausteine angetan haben. Ja. Ja, aber... Und jetzt? Ich will dich gern nach Hause schicken. Ich habe keine Tausteine mehr, oder? Die habe ich doch alle Mion gegeben. Keine Tausteine. Nö. Wie kriege ich den denn jetzt nach Hause?
keine Gesprächsoption irgendwie. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd, ne? Ja. Versuche ich es halt bei einem anderen vielleicht? Ernsthaft, mir fehlte also noch ein Tauschstein. Ich hoffe, es ist nur der eine. Ein hellblauer Stein, der so manches Gemüt erhellen kann. Bevor ich hier jetzt alles absuche, gehe ich erstmal wieder zurück. Vielleicht ist es ja wirklich nur der eine, der mir noch fehlte. Ich hoffe. Oh, ich will jetzt nicht nochmal das ganze Dorf absuchen. Der da war jetzt gerade schon irgendwie... einfach nur aus der Verzweiflung herausgefunden, dass ich mir schon fast gedacht habe, dass mir ein Stein fehlt, weil... was hätte ich sonst machen sollen? Was hätte mir sonst noch gefehlt hier? Können ja nur die Steine halt sein. Ich hoffe, das war, wie gesagt, der letzte, der fehlte. Mir ein Tauschstein? Du scheinst mindestens einen Tauschstein... mindestens einen Tauschstein zu besitzen. Der Wasserdampf, der den Heiligen Geist des Baumes berührt, verwandelt sich in einen Tauschstein. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal alles. So, jetzt? Glitzerli, Glitzerla. Ich suche da mal nach Tauschsteinen. Ich dachte, ich hätte schon alle. Nee. An den Stein hier komme ich nicht mal ran, da am Wasser. Etwas Glitzerndes? Ein Stein? Ja, hol ihn mir mal bitte da raus. Ich kann das nicht. Du hast längere Arme. Oh Gott, wie viele Tauschsteine fehlen mir denn noch? Seltsam mutet es an, dass so viele dieser schönen Tauschsteine zu finden sind. Erscheinen sie uns doch normalerweise so selten. Auch sind sie nahezu von gleicher Größe. Ob sie wohl jemand suchte und sammelte? War das etwa der letzte? Fehlten mir wirklich nur der an dem Waffenstand und der im Wasser? Glitzerli, Glitzerla. Mir ist, als sei mir etwas unglaublich Wichtiges entfallen. Was könnte es nur gewesen sein? Was? Was? Wenn ich mir doch bloß die Federn raufen könnte. Etwas Glitzerndes ist aus dem Federkleid gefallen. Ein milchig weicher Schein, der so manches Gemüt erhellen kann. Dieser Cockatrice hat sein Gedächtnis verloren. Die Tauschsteine scheinen ihn an etwas zu erinnern. Bald wird er seine Erinnerungen wiedererlangen. Du scheinst mindestens einen Tauschstein zu besitzen, ja. Ich danke dir für deine Mühen. So viele Tauschsteine sollten genügen, um unseren Besucher glücklich zu machen. So viele Tauschsteine. Aus ihnen ließe sich ein wunderschöner glitzernder Anhänger machen. Ein wunderschöner glitzernder Anhänger? Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ha, jetzt weiß ich es wieder. Mirn, diese Steine. Ist dir etwas eingefallen? Ich weiß, welch Missgeschick ich beging und warum ich mein Gedächtnis verlor. Zu schön waren die leuchtend glitzernden Steine, als dass eine schöne Cockatrice-Henne wie ich sie hätte ignorieren können, verstehst du? Einen Anhänger wollte ich aus den Steinen basteln. Nur leider musste ich feststellen, dass sie verschwinden, sobald man sich diesem Ort abkehrt. Doch ich wäre nicht die Cockatrice-Lady, würde ich mich damit zufrieden geben. Ich nahm also Anlauf, um das Dorf in einem aberwitzigen Cockatrice-Sprint zu verlassen, damit die Steine nicht verschwenden. Aber offenbar nahm ich zu viel Anlauf. Ganz recht. Du hingst in den Baumwipfeln und wärst verloren gewesen, hätten die Götter der Bäume dich nicht mit ihren Ästen gerettet. Unsere Hüterinnen eilten herbei und befreiten dich aus den Ästen. Du warst nun in Sicherheit, wolltest dennoch deine Augen nicht aufschlagen. Als du wieder zu dir kamst, hattest du dein Gedächtnis verloren. Lediglich beim Anblick der Tauschsteine zeigtest du ein wenig Regung. So waren die Steine also als Geschenk an jemanden gedacht. Jemand, der dir sehr nahe sein muss. Jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss schleunigst nach Hause, denn bestimmt wird Thea auf mich warten. Thea ist nicht gern allein und braucht mich in ihrer Nähe. Dieses Mädchen, ihre Seele muss so einsam und verlassen sein wie die meine. Jetzt werd mal nicht gefühlsduselig hier. Ein Küken magst du sein, aber doch nur, weil du selbst das Erwachsensein fürchtest. Also sei nicht traurig. Ich schenke dir auch all meine Steine, Mirren. Lass die Ohren nicht hängen, Kleines. So, und jetzt ist es wirklich Zeit für mich aufzubrechen und nach Hause zu gehen.
Dank dem netten Jungen habe ich mein Gedächtnis wieder. Ich wüsste ja gar nicht, was ich machte, würde ich meine Terra nicht wiedersehen. Vielen Dank und adieu. Hui, ein Yoichi-Bogen erhalten. Yay! Wir haben den ersten Cockatrice, naja, eigentlich den zweiten Cockatrice nach Hause geschickt. Der erste war ja schon der bei den Dings. Na, hast du noch was Neues zu sagen? Ein Cockatrice verlief sich in unser Dorf und schien gar nicht mehr gehen zu wollen. Eine Henne war sie wohl. Ich bin froh, dass sie weiß, wohin sie gehört. Ja, mal gucken, ob das die anderen Cockatrice auch wissen. So, hier war ja auch noch einer. Mal gucken, was der jetzt sagt. Yuri ist mein Name und das Gehege der Nomadensiedlung in der Ginza-Ebene ist mein Zuhause. Nachdem ich so viel über die Garif hörte, musste ich sie einfach mal gesehen haben, verstehst du? Und es hat sich gelohnt, allein ihre Masken zu sehen. Einfach bombig, diese Maskerade. Aha. Du sprichst die Sprache der Cockatrice? Wohlan, frage unseren gefiederten Freund, was ihn zu uns brachte. Hab ich doch schon. Ja. Nun, was sagt er? Er ist eine Sie und wohnt in der Giza-Ebene. Sie findet eure Masken bombig, keine Ahnung. Ach, wir nehmen einfach mal das Erste. Ich bin untröstlich. Es war nicht meine Absicht, unhöflich zu sein. Hat sie doch einen weiten und gefährlichen Weg zurücklegen müssen. Leiste meiner Bitte Folge und richte dem Häuptling aus, dass hoher Besuch aus der Giza-Ebene uns beehrt. Ich danke dir, Ruhme. Der saß da oben, ne? Oder? Häuptling? Elementkrieger? Ach, der Häuptling saß natürlich da hinten. Natürlich, da oben saß der. Macht Sinn. Häuptling? Besucherin aus der Giza-Ebene, sagst du? So wäre es nicht rechtens, sie mit leeren Händen nach Hause zu schicken. Verbindet unsere beiden Gemeinschaften doch eine lange Geschichte. So händige ihr dies aus und bitte sie, Bronoala, meine untertänigsten Grüße zu übermitteln. Das Geschenk des Häuptlings erhalten. Okay, das bringen wir jetzt wohl zum Cockatrice. Geschenke. Ein Geschenk von den Garif für mich? Ach du heiliger Bimbam. Da bin ich ja platt. Ist das auch wirklich für mich? Die Garif wissen unsere Anwesenheit zu schätzen. Mehr noch als die langweiligen Nomaden. Ich sag den anderen Bescheid. Wir sollten umziehen, sage ich. Du hast dem Häuptling von unserem Besuch berichtet? Ich danke dir, Huma. Yuri, wohlan, nimm das Geschenk und überbring es deinen Freunden in der Giza-Ebene. Sicher sorgen sie sich schon um deinen Verbleib. So sprintet sie glücklich von dannen, wie mir scheint. Auch dies haben wir dir zu verdanken, junger Hume. Ein Werkzeug, mit dem man die Sprache der Cockatrice versteht. Von seiner Existenz wusste ich wohl, doch dass du es dir zu eigen machst. Nanu, kein Werkzeug, sondern eine Liebesfeder nennst du es? So soll es sein. Gäbe es Ähnliches für meine Nana, jeden Wunsch würde ich ihnen erfüllen wollen. Doch sollte ich mich in Bescheidenheit üben und dir für deine Hilfe danken. Nimm dies entgegen. Ein Platindolch. Und der Auflauf hier ist weg. Das war dann wohl Cockatrice Nummer 3 insgesamt. Gott, ich brauche dringend neue Telepo-Steine. Ja. Da hat sich ein seltsamer Schokobo eingeschlichen. Nanu, was hast du denn da für eine schöne Feder? Das ist eine Liebesfeder. Die verbreitet Liebe. Keine Ahnung, frag mich. Eine wundersame Feder, findest du nicht auch? Huch, ich höre auf einmal eine Stimme. Ein Schokobo bin ich, jawohl. Nur weil ich klein bin, hält man mich für einen Cockatrice. Frechheit. Sieht doch jeder, dass das nicht stimmt.
Als ich noch in Giza war, fing man mich immer sofort ein, wenn ich irgendwohin aufbrach. Die blöden Kinder da waren einfach zu schnell. Jahre harrte ich meiner Chance, bis der Tag endlich kam. Und der Einsatz meines Lebens floh ich bis hier. Doch hier sollte ich sicher sein. Hast du das auch gehört? Woher mag diese Stimme nur kommen? Vom Sinn dieses Gebrabbels ganz zu schweigen. Wer und du? Hast du mir eine Hilfe vielleicht? Kupo? Da vorne ist ein ganz komischer Schokobo. Ob man den billiger leihen kann? Ich komme aber auch nicht irgendwie an den Rand, ne? Oder muss ich mir jetzt hier etwa einleihen? Nee, ah! Hey, Gadi! Dieser komische Chocobo da! Was soll der kosten, Kupo? Ist der von mir, Kupo? Egal. Kostet einen Gil. Kup-kup, hurra! Kupo will ich! Ich mach mich dann auf die Socken, Kupo. Wie lange bin ich schon nicht mehr verreist? Jetzt aber mal langsam. Ich gehe nirgendwo hin. Mir gefällt's hier nämlich ganz gut, musst du wissen. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hättest du diesen Schokobo nicht bemerkt, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Kupo. Hier, bitte. Einen Defender erhalten, okay. Auf in die Prärie, mein kugeliger Freund, Kupo. Nein, ich will hier bleiben. Jetzt guck mich nicht so traurig an, das ist nicht fair. Du willst nur meine Gutmütigkeit ausnutzen. Na gut, hab schon verstanden. Dann drehen wir eben eine Runde, hörst du? Ach, als Schokobo hat man es wirklich nicht leicht. Und jetzt? Jetzt ist er einfach weg. Hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Okay. Mir soll's recht sein. So. Und tschüssi. So, der sollte jetzt eigentlich... Ah, ich glaube, wir müssen ihm schon hinterher rennen, so ein bisschen. Ich denke mal, wir müssen den einfangen. Das Problem ist ja nur, dass er immer sofort vor uns wegrennt. Und watschelt der denn jetzt hier einfach gemütlich lang? Ja, da. No! Verdammt. Das hat nicht so gut geklappt. Ach! Sicht! Ich wollte mich eigentlich hinter so einer Säule erstmal verstecken dann wenigstens. Ja, nun lauf! Lauf! Lauf, Forrest, lauf!
kann ich dich ja nicht einfach so einholen, ne? Können sich die Leute nicht einfach mal ein bisschen besser an den Weg stellen, bitte? Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Ganz kurz. Und mach dann weiter. Das klingt gut. Suchst du Streit? Nein. Entschuldige, dass ich weggelaufen bin. Aber nachdem ich meine Heimat in der Giza-Ebene verließ, sind mir die schlimmsten Sachen widerfahren. Weißt du, ich stecke mitten in meiner Pubertät und suche eine Freundin mit luftigem Federkleid. Zu Hause war das Angebot echt mager. Darum bin ich ausgezogen. Was ist mir auf meiner Reise nicht alles passiert? Von Monstern gejagt, von Cockatrice-Fanatikern fast ausgestopft. Und urplötzlich erinnerte ich mich an die holde T, die immer so nett zu mir war. Ob sie wohl wieder zurück nach Hause gekehrt ist? T war die von den, die doch bei Mirren war, oder? Das war T. Ja, gut. T ist also schon wieder zu Hause. Das ist gut. Jetzt ist der einfach weg! Wo ist der denn jetzt? Steht der jetzt einmal wieder am Anfang? Oder muss ich jetzt... Ich will meine Belohnung. Ich habe bis jetzt Belohnung bekommen. Steht er wieder hier? Nö. Hä? Ach, da! Oh!
gerade sagen, ich habe noch gehört. Ist die schöne Tee etwa wieder zu Hause? Ja, ist sie. Sollte. Ja, ich kann ihren betörenden Duft an dir riechen, der mir schier den Verstand raubt. Ich gehe jetzt nach Hause. Besuch uns doch mal in Giza. Ach ja, und das ist als kleine Entschädigung gemeint. Vielen Dank für die Hilfe und hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ciao. Ein Diamantschwert. Okay. Okay. Gibt's noch irgendwo Cockatrice? Ich glaube, ich gehe mal nach Giza und guck mal, ob alle wieder da sind oder ob da noch welche fehlen.